Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute Nacht habe ich es endlich an meinen Spot, das Juwel im Moor, zurückgeschafft, um heute und hier ein außergewöhnliches Landschaftsbild zu schaffen. Also es wird außergewöhnlich sein, für mich jedenfalls, und sehr, sehr anspruchsvoll. Anspruchsvoll deswegen, da ich ins Wasser rein fotografieren möchte. Dieser Tümpel, der nämlich da im Vordergrund ist, hat ganz einzigartige Gesteinsformationen und Wasserpflanzen, die von unten fast bis an die Oberfläche herankommen. Und die möchte ich jetzt in dieser Nachtfotografie aufnehmen. Und im Hintergrund soll auch noch schön die Milchstraße über dem Karwendelgebirge zu sehen sein. Und um dieses Foto zu machen, war einiges an Planung nötig. Zuerst habe ich den Spot gesucht. Da könnt ihr auch das Video dazu anschauen. Da war ich bei Tag da. Das verlinke ich hier oben. Nach der Spotsuche habe ich mir überlegt, wann machst du das Bild? Und das Bild macht man am besten, wenn wirklich die Milchstraße überhaupt zu sehen ist. Und die ist heute zwischen 0 Uhr und 2 Uhr zu sehen. Und dazu muss es auch noch wolkenklaren Himmel geben und der Mond darf auch nicht zu sehen sein. So, und der Mond ist so circa ab 1.30 Uhr oder 2 Uhr dann zu sehen. Und jetzt haben wir 12 Uhr, also habe ich jetzt noch gut eine Stunde Zeit, um das Foto aufzunehmen. Anspruchsvoll ist das Bild auch wirklich deswegen, da ich ins Wasser rein fotografieren möchte, um diese schönen Gesteinsformationen aufzunehmen. Jetzt habe ich mir extra für diesen Spot, ja, Lichter gekauft. Ich bin zwar kein Freund, um in der Nacht irgendwas künstlich zu belichten, aber ich möchte diese Lichter wirklich in das Wasser reinhalten, um diesen Tümpel mit dem Quellwasser schöner zur Geltung kommen zu lassen für diese Nachtaufnahme. Und mein Plan ist es eigentlich, das in einem Foto alles aufzunehmen. Also den geilen Tümpel und die Milchstraße im Hintergrund. Und das soll jetzt kein zusammengesetztes Bild werden. Das möchte ich heute versuchen. Bin mir eigentlich sicher, dass ich es auch hinkriege. Das Einzige, was jetzt nicht ganz mitspielt, ist der Wind, weil am coolsten wäre es, wenn die Wasseroberfläche wirklich spiegelglatt ist, dass man auch schön reingucken kann. Hier sind leichte Windböen, mal schauen, vielleicht lassen die etwas nach. Aber bleibt dabei, schaut, wie ich mein Foto aufbaue und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst für das Video oder meinen Kanal abonniert, wenn euch meine Herangehensweise gefällt oder zumindest das Ergebnis dann auch passt am Ende. Gehen wir es an. Ich mache mir jetzt Gedanken, wo ich die Kamera aufstellen soll in dieser finsteren Nacht und wie ich die Lichter im Wasser platziere und muss halt auch aufpassen, dass die nicht abtauchen, weil dieser Tümpel ist an die 5 Meter tief. Also platziere ich sie irgendwo an den Rand und vielleicht binde ich sie noch an einen kleinen Faden fest oder so. Meine Kamera habe ich jetzt hier vor mir auf dem Stativ sehr, sehr hoch aufgebaut, weil ich möchte von oben auf das Wasser fotografieren. Und im obersten Drittel sollte dann auch die Milchstraße gut zu sehen sein. Dann habe ich jetzt diese beiden Loom Cubes auf Stative draufgeschraubt und die versenke ich jetzt im Wasser. Da ist ein kleiner Felsvorsprung, der so einen Meter unter der Wasseroberfläche. Ich habe Anglerhosen an, also kann hoffentlich nichts schief gehen hier an der Sache. Und ich hoffe, dass die Dinge auch tatsächlich wasserdicht sind. Ich taste mich jetzt erstmal ran, wie tief ich hier rein kann. Oh Gott. Und ob man hier stehen kann, ist halt die Frage. Oh, oh. So. Und hoffentlich schmiere ich hier nicht komplett ab, Leute. Fuck, ist das tief? Noch leuchtet es ja unter Wasser. Okay. Ein Licht habe ich schon mal gesetzt. Jetzt setze ich das andere Licht nochmal von der anderen Seite. Boah, bin ich nass und es ist eiskalt. Ich versuche jetzt mal hier runter zu klettern. Boah, es ist tief. Boah! Wirklich tief. Wow.
So, die Kamera habe ich jetzt hier rechts neben mir positioniert und möchte von diesem Wassertümpel den Halbkreis aufnehmen. Also ich schneide den Tümpel in der Mitte ab und habe dann so einen Halbkreis und die Milchstraße sollte dann wirklich mittig da reinstechen. Die Lichter habe ich jetzt hier positioniert auf 1 Meter Tiefe, also hier direkt ist eins und da drüben ist der andere Loom Cube. Und die habe ich jetzt, also die Lichtkegel nicht direkt im Bild drin. Und so versuche ich das Bild jetzt umzusetzen auf einer 20-sekündigen Belichtungszeit, weil länger kann ich nicht belichten, sonst habe ich diese Strichspuren. ISO, werde ich irgendwas ISO 4000 nehmen und eine 2,8er Blende. Meine Kamera steht jetzt 1,5 bis 2 Meter von diesem Wassertümpel weg und ich fotografiere mit der Sony A7 III und dem sehr weitwinkligen 14mm Objektiv von Samyang. Also ist ja echt mein Lieblingsobjektiv derzeit in der Nacht, weil es halt echt ziemlich viel einfängt und dieser Tümpel hat ja nur 5 Meter Durchmesser oder 6 Meter, aber das schaut echt massiv groß aus durch dieses Objektiv. Jetzt gehe ich es an, ich zeige euch noch mal ganz kurz, wo die Lichter drin sind und dann mache ich das Foto und dann habe ich es hoffentlich im Kasten, so wie ich es will. Hier seht ihr nochmal diese Loom Cubes, die im Wasser stehen. Schöne Sache. Und hier drüben kann man die Milchstraße sehen. Yeah, geil. Also die Bedingungen sind bis auf eine Kleinigkeit fast perfekt. Wir haben wolkenfreien Himmel. Man kann die Milchstraße noch ca. 20 Minuten sehen. Alles ist geil. Nur die Wasseroberfläche ist leider verweht, weil hier leider kleinere Sturmböen oder ja, hier weht einfach ein Wind drüber. Wenn der jetzt nicht wäre, wäre die Wasseroberfläche glatt und man könnte noch schöner und tiefer ins Wasser reinschauen. Das ja, war jetzt nicht vorherzusehen, aber das Foto mache ich jetzt trotzdem und ja, geheim mit meinem Bild, was mir schon sehr, sehr lange im Kopf rumschwirrt. Und jetzt habe ich es endlich gemacht. Also ihr seht, Vorbereitung ist echt alles bei so einem Bild. Es funktioniert nicht einfach mal an den Spot kommen und ein Foto machen. Ich habe extra diese Anglerhosen an, weil ich jetzt 1 Meter tief ins Wasser rein musste. Mein Ärmel ist auch bis hier patschnass. Ich habe 3 Schichten an, alles patschnass. Und hat sich aber gelohnt, dass ich die Lichter versenken konnte. Und die sind immer noch da. Und man muss tatsächlich aufpassen, dieser Tümpel ist gute 5 Meter tief. Also wenn die absacken, tschüss. Dann sind die weg. Dann darf ich eine Arschbombe machen und die hochtauchen. Das Wasser ist echt kalt. Das ist Quellwasser und das hier scheint wirklich der Ausgang eines unterirdischen Höhlensystems zu sein, weil das Quellwasser hier von unten hochschießt. Mei, wenn jetzt der Wind noch aufhören würde, aber ich glaube, das tut er heute nicht mehr. Die Einstellungen sind wie gehabt. 2,8er Blende, ISO 4000, 20 Sekunden Belichtungszeit. Kelvin habe ich auf 3900 gestellt, mache das Videolicht jetzt aus, mache das Foto und ich kann die Milchstraße wirklich schon mit freiem Auge sehen, wie sie hier über dem Karwendelgebirge fast schon senkrecht steht und in die Mitte des Bildes reinsticht. Also es sieht wirklich traumhaft aus. Das ist echt ein einzigartiger Spot. Ich habe es ja schon das Juwel im Moor genannt. Und jetzt haben wir dieses Juwel oder diesen Diamanten noch geschliffen durch die Lichter, die wir einfach versenkt haben. Ja, einfach geil. Schön. Einfach geil. Die Milchstraße sieht man auch tatsächlich schon mit freiem Auge hier über dem Karwendelgebirge. Also, boah, an dunklen Orten zu fotografieren in der Nacht hat echt Vorteile. Keine Lichtverschmutzung, kaum Satelliten heute, kaum Flugzeuge dank Corona. Ansonsten ist hier auch nicht viel, was man angucken könnte oder fotografieren könnte. Werde ich halt wieder patschenass. Der ist gerade halbwegs getrocknet, der Ärmel. Uah, nicht reinfallen, bitte. Okay. Den ersten habe ich gerettet. Ah, habe ich dich. Sie haben es überlebt. Sie haben es echt überlebt, die Teile. Gott sei Dank.
Die Bedingungen jetzt vorne am Tümpel sind jetzt immer schlechter geworden, weil der Wind einfach zugenommen hat jetzt im Laufe der Nacht. Und jetzt packe ich zusammen, fahre nach Hause. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Gebt mir ein Like oder ein Abo für das Video und dann sage ich Servus, euer Sigi vom Ammersee. Heute aus Oberbayern in der Nähe von Garmisch. Bye bye und gute Nacht.